Kampfpanzer M1A1 Abrams. Der Kampfpanzer Abrams ist der Hauptkampfpanzer der US-Streitkräfte. Er wiegt ca. 57 Tonnen und wird durch eine Gasturbine angetrieben. Seine Hauptbewaffnung besteht aus einer 120 mm Kanone. Der M1 Abrams hat ein Rollenlaufwerk mit Kettenblenden. Flache Wanne über Motorraum erhöht. Senkrecht abfallendes Heck. Langgestreckter kantiger Turm, lange Heckauslage. Ein Staukasten an jeder Turmseite. Flacher Bug, Fahrerplatz in der Mitte. Optikausblick vor Kommandantenkuppel. Bordkanone mit nach oben versetztem Rauchabsauger. Achsparalleles MG rechts von der Bordkanone. Zwei FLA-MG. Der M1 Abrams ist trotz seines hohen Gewichts relativ beweglich. Das Turbinengeräusch ist allerdings sehr prägnant und leicht aufklärbar. Kampfpanzer M1A1 Abrams. Rollenlaufwerk mit Kettenblenden, flache Wanne, langgestreckter kantiger Turm. Bordkanone mit Rauchabsauger, zwei FLA-MG. Schützenpanzer M2 Bradley. Der Schützenpanzer Bradley ist der Kampfschützenpanzer der US-Streitkräfte. Er hat einen kastenförmigen Aufbau. Seine Hauptbewaffnung besteht aus einer 25 mm Bordmaschinenkanone und einem TOW-Startgerät. Der M2 Bradley hat ein Rollenlaufwerk mit Kettenblenden. Wanne überdeckt Laufwerk.
fast senkrechtes, quadratisches Heck. Eckiger Turm in der Mitte. Abgeschrägter Bug, Schwallbrett. Fahrerplatz links. TOW-Startgerät links am Turm. Auffällige Optikausblicke vor Richtschützenluke. ...25 mm Bordmaschinenkanone. Achsparalleles Turm-MG. Der Schützenpanzer Bradley erscheint aufgrund seiner Abmessungen als ein eckiges und kompaktes Fahrzeug. Im hinteren Kampfraum haben 6 Infanteristen Platz, die sowohl auf- als auch abgesessen kämpfen können. Mit Bordmaschinenkanone und TOW ist er gegen Infanterie und Panzer einsetzbar. Schützenpanzer M2 Bradley. Rollenlaufwerk mit Kettenblenden, Wanne überdeckt Laufwerk. Schräger Bug, fast senkrechtes Heck. Turm in der Mitte, Fahrerplatz links. UK-Fahrzeuge. Kampfpanzer Chieftain. Der Kampfpanzer Chieftain ist ein sehr bullig wirkender Panzer. Seine Hauptbewaffnung besteht aus einer langen 120 mm Bordkanone. Der Chieftain hat ein Rollenlaufwerk. Extrem lange Kettenblenden, hinten schräg ansteigend. Sehr flache Wanne. Senkrechtes Heck. Schiffsförmiger Bug. Lange Bordkanone. Heckauslage mit großem Gepäckkasten. Ein FLA-MG. Links fest eingebauter Schießscheinwerfer.
Der Kampfpanzer Chieftain erscheint sehr niedrig, wenn er getarnt ist und seine Konturen dadurch verwischt werden. Das liegt nicht zuletzt an der sehr langen Kanone. Die Ketten- und Motorgeräusche sind sehr charakteristisch. Kampfpanzer Chieftain. Rollenlaufwerk, lange Kanone, flacher Turm, schiffsförmiger Bug, ein FLA-MG. Kampfpanzer Challenger. Der Kampfpanzer Challenger ist der schwerste britische Kampfpanzer. Seine Hauptbewaffnung ist eine 120 mm Bordkanone. Der Challenger hat ein Rollenlaufwerk, tiefe Kettenschürze wie beim Chieftain. Schräger, flacher Bug, flache Wanne. Lange Bordkanone. Flacher, übergreifender Turm mit Staukästen. Erhöhte Kommandantenkuppel rechts. Am Heck Vorrichtungen zur Aufnahme von Öl- oder Betriebsstofffässern. Einige Challenger sind mit einem Räumschild ausgerüstet. Auspuff seitlich hinter dem Turm. Der Kampfpanzer Challenger ist ein schwerer Überwachungspanzer mit sehr flachem Turm und langer Bordkanone. Bei Bewegungen im Gelände wirkt er eher schwerfällig. Kampfpanzer Challenger. Fahrerplatz in schartenförmiger Einbuchtung unter der Kanone. Teilweise Räumschild. Rollenlaufwerk. Auspuff seitlich hinter dem Turm. Spähpanzer Scorpion. Der Spähpanzer Scorpion ist vom Laufwerk und Turm her identisch mit dem Spähpanzer Skimitar, hat jedoch eine kürzere 76 mm Bordkanone. Der Scorpion hat Räderlaufwerk, schräger Bug. Senkrechtes Heck mit großem Staukasten.
doppeltrapezförmiger Turm mit Staukästen. Kurze Bordkanone. Restlichtverstärker rechts neben der Kanone. Der Spähpanzer Scorpion ist ein kleiner, niedriger und leichter Panzer. Auffällig ist der weit hinten sitzende Zwei-Mann-Turm mit der kurzen 76 mm Bordkanone. Der Scorpion ist wendig und schnell und kann das Gelände gut ausnutzen. Spähpanzer Scorpion. Räderlaufwerk, schräge Front, steiler Bug. Doppeltrapezförmiger Turm mit Staukästen. Staukasten am Heck. Kurze Bordkanone. Spähpanzer Skimitar. Der Spähpanzer Skimitar ist der Bruder des Scorpion. Er unterscheidet sich von diesem durch die lange 30 mm Bordkanone und den rechts von der Kanone angebrachten Infrarotscheinwerfer. Der Skimitar hat Räderlaufwerk, schräger Bug. Senkrechtes Heck mit großem Staukasten. Wie beim Scorpion, doppeltrapezförmiger Turm. Lange 30 mm Bordkanone, Fahrer links vom Turm. Staukästen an Turmseiten und Heck. Wie der Scorpion ist der Skimitar ein kleines, niedriges und wendiges Fahrzeug, sehr geländegängig.
Spähpanzer Scimitar. Räderlaufwerk. Steiler Bug. Senkrechtes Heck. Lange Bordkanone. Schützenpanzer Warrior. Der Schützenpanzer Warrior ist der Kampfschützenpanzer des britischen Heeres. Seine Hauptbewaffnung besteht aus der 30mm Bordkanone, die wir schon vom Scimitar her kennen. Trotz seiner abgeschrägten Bugpartie erscheint der Warrior kastenförmig. Dieser Eindruck wird unterstützt durch die bei vielen Fahrzeugen vorhandenen Staukäfige auf den Schrägflächen an der Wanne. Der Warrior hat ein Rollenlaufwerk. Kurze Kettenschürze, spitzer Bug, steiles Heck. Fahrer links, Auspuff rechts vor Turm. Große Optikausblicke auf Turm. Kastenförmiger Turm. 30mm Bordkanone. Kleiner Staukasten am Turmheck. Der Schützenpanzer Warrior ist der Transport- und Feuerunterstützungspanzer eines Teiles der britischen Infanterie. Er bietet im hinteren Kampfraum Platz für 7 Infanteristen, die zum Kampf absetzen. Schützenpanzer Warrior. Rollenlaufwerk. Kurze Kettenschürze. Spitzer Bug. 30mm Bordkanone. Große Optikausblicke auf Turm. Auspuff rechts vorn. Raketenjagdpanzer Striker. Der Raketenjagdpanzer Striker ist vom Laufwerk her identisch mit dem Scorpion und dem Scimitar, hat jedoch einen höheren, kastenförmigen Aufbau. Seine Bewaffnung besteht aus dem Panzerabwehr-Lenkwaffensystem Swingfire und einem 7,62mm MG. Der Striker hat ein Räderlaufwerk. Schräger Bug. Senkrechte Seiten.
senkrechtes Heck. Nach links versetzte Kuppel mit außenliegendem MG. Auf dem Heck aufrichtbarer Transport- und Startbehälter für 5 Lenkflugkörper. Der Raketenjagdpanzer Stryker ist ein wendiges und schnelles Fahrzeug. Aufgrund seiner geringen Größe kann der Stryker das Gelände gut ausnutzen. Raketenjagdpanzer Stryker. Räderlaufwerk, schräge Front, kastenförmiger Aufbau, nach links versetzte Kuppel, Startbehälter für Lenkflugkörper. NL-Fahrzeuge. Schützenpanzer UPR 765. Der UPR 765 ist der Schützenpanzer der niederländischen Streitkräfte. Er ähnelt vom Fahrgestell her dem Transportpanzer M113, von dem er auch abstammt. Der UPR 765 hat Räderlaufwerk, steil ansteigenden Bug mit Schwallbrett. Kastenförmige Wanne, negativ abfallendes Heck. Nach rechts versetzter hoher Turm mit 25 mm Bordmaschinenkanone. Achsparalleles 7,62 mm MG in spitzer Blende. Ein-Mann-Turm. Der UPR 765 ist ein voll geländegängiger Schützenpanzer. Für den aufgesessenen Kampf der Schützen sind in den Schrägungen des hinteren Kampfraumes Kampföffnungen und Sichtglasblöcke. Schützenpanzer UPR 765. Räderlaufwerk, steiler Bug, negativ abfallendes Heck. Kastenförmige Wanne, hoher Ein-Mann-Turm. Spähpanzer M113 C und V.
Der M113 C&V ist ein aus der M113-Familie stammender Spähpanzer. Er ist im niederländischen Heer im Einsatz. Der M113 C&V hat ein Räderlaufwerk. Die Oberseite ist durch Kettenschürze verdeckt. Kastenförmiger Aufbau, am Bug treppenartig ansteigend. Senkrechtes Heck mit angesetzten Kästen. Flacher, kuppelartiger Turm in Fahrzeugmitte. Darüber Scheitellafette mit 25 mm BMK. Einstiegsöffnung mittig an rechter Wannenseite. Der M113 C&V ist ein relativ wendiges Aufklärungsfahrzeug. Aufgrund seiner Scheitellafette kann der Richtschütze beobachten und gegebenenfalls schießen, wenn das Fahrzeug selbst noch in einer Deckung steht. Der Panzer ist dann nur schwer aufzuklären und verrät sich praktisch erst durch die Feueröffnung. Spähpanzer M113 C&V. Räderlaufwerk, kastenförmiger Aufbau, senkrechtes Heck, flacher Turm, Scheitellafette. Jagdpanzer UPR Pratt. Der Jagdpanzer UPR Pratt hat das gleiche Basisfahrzeug wie der Schützenpanzer UPR 765. Anstelle des 25 mm Turms ist er jedoch mit einer Startanlage für das Panzerabwehr-Lenkwaffensystem TOW ausgerüstet. Der UPR Pratt hat ein Räderlaufwerk und einen steil ansteigenden Bug mit Schwallbrett. Kastenförmige Wanne, negativ abfallendes Heck. Nach rechts versetzte Lenkschützen, Drehkuppel mit TOW-Startanlage und 7,62 mm MG. Zum Feuerkampf muss die Startanlage in Schussrichtung gedreht werden.
Der Raketenjagdpanzer UPR Pratt hat eine Startanlage für zwei TOW-Behälter mit integriertem Tag-Nacht-Visier. Die Startergruppe kann zurückgeschwenkt und aus der Dachluke nachgeladen werden. Bei Marschfahrten liegt sie ganz auf dem Dach. Zum Feuerkampf muss nur die Startanlage über der Deckung sein. Daher ist das Fahrzeug in der Stellung nur schwer aufzuklären. Jagdpanzer UPR Pratt. Räderlaufwerk, steil ansteigender Bug mit Schwallbrett, kastenförmige Wanne, Lenkschützendrehkuppel mit TOW-Startanlage. FR-Fahrzeuge. Kampfpanzer AMX-30B2. Der AMX-30B2 ist der Hauptkampfpanzer des französischen Heeres und der einzige mit einem Kettenlaufwerk. Seine Hauptbewaffnung besteht aus einer 105mm Bordkanone und einer 20mm BMK. Der AMX-30B2 hat ein Rollenlaufwerk ohne Kettenschürze. Flache Wanne, schräger Bug, senkrechtes Heck. Langgestreckter trapezförmiger Turm mit Heckauslage. Lange Bordkanone ohne Rauchabsauger. Am Turmheck Staukästen. Kommandantenkuppel nach rechts versetzt. Achsparallele 20mm BMK links von der Kanone. Rechts an der Blende Bildverstärkerkamera. FLA-MG auf der Kommandantenkuppel. Der AMX-30 ist der zurzeit schwerste Kampfpanzer im französischen Heer. Er soll in naher Zukunft durch den Kampfpanzer Leclerc ergänzt bzw. abgelöst werden. Kampfpanzer AMX-30B2. Rollenlaufwerk, keine Kettenblenden, flache Wanne. Hohe Kommandantenkuppel, langgestreckter Turm, lange Kanone. Spähpanzer AMX-10RC. Der Spähpanzer AMX-10RC ist der schwere Radspähpanzer des französischen Heeres. Charakteristisch die großen Räder mit gleichem Achsabstand. AMX-10RC.
6-Rad-Fahrzeug, gleicher Achsabstand. Pontonartige Wanne. Abgesetzter flacher Bug mit Schwallbrett. Flacher, langer Turm. Fahrererker links vor Turm. Lange, glatte Bordkanone mit Mündungsbremse. Turmerker rechts für den Kommandanten. Achsparalleles 7,62 mm MG. Der Spähpanzer AMX-10 RC ist ein geländegängiges, schwimmfähiges und stark bewaffnetes Aufklärungsfahrzeug. Spähpanzer AMX-10 RC. Pontonartige Wanne, große Räder, gleicher Achsabstand. Fahrererker links vor Turm. Kommandantenerker rechts am Turm. Der Spähpanzer AMX-10 RC erreicht auf festen Wegen und Straßen Geschwindigkeiten bis 80 km/h. Lange, glatte Bordkanone, 105 mm mit Mündungsbremse. Achsparalleles 7,62 mm MG. Transportpanzer VAB. Der Transportpanzer VAB ist der neue Vielzweckpanzer der französischen Streitkräfte. Er ist ein leicht gepanzertes Radfahrzeug, im Erscheinungsbild dem deutschen Fuchs nicht unähnlich. Er wird mit den unterschiedlichsten Rüstsätzen bestückt. Der Transportpanzer VAB ist ein 4-Rad-Fahrzeug. Schiffsförmiger Bug. Fast senkrechte Fahrerfront. Viereckiger Kasten zwischen den Rädern. Auspuff hinter der rechten Seitentür. Drei Klappen zu beiden Seiten des hinteren Kampfraumes. Zwei weitere Klappen in den Hecktüren.
Den Transportpanzer VAB gibt es mit den unterschiedlichsten Bewaffnungen. Hier ist er ausgerüstet mit dem 12,7 mm MG im offenen Drehring über dem Kommandantenplatz. Hier noch einmal sehr gut zu sehen, die drei typischen Klappen am hinteren Kampfraum. Transportpanzer VAB. Vielzweckfahrzeug. Voll geländegängig. Schwimmfähig. Vierradfahrzeug. Schiffsförmiger Rumpf. Fast senkrechte Fahrerfront. Drei Klappen zu beiden Seiten des hinteren Kampfraumes. Auspuff hinter der rechten Seitentür. Vielzweckfahrzeug VBL. Der VBL ist das neue leichte Späh- und Vielzweckfahrzeug des französischen Heeres. Ähnlich dem VAB wird es dieses Fahrzeug mit unterschiedlicher Ausrüstung und Bewaffnung geben. Der PKW-ähnliche VBL ist über 100 Stundenkilometer schnell, wendig und schwimmfähig. Geringe Motorgeräusche, gedrungene Form. Vielzweckfahrzeug VBL. Vierradfahrzeug, hoher Bug, lange abgeschrägte Front, Seiten abgewinkelt. Luken über dem Fahrer, Beifahrer und hinterem Kampfraum. Steiles Heck, im unteren Teil stark negativ. Schwimmantrieb. Wie schon erwähnt, sind für dieses Fahrzeug unterschiedliche Bewaffnungen vorgesehen. Zum Beispiel MG im Drehring oder die Panzerabwehrwaffe Milan. Um die Abmessungen dieses Fahrzeuges deutlich zu machen, lassen wir den Fahrer einmal aussteigen. Erst jetzt sieht man, wie flach der VBL ist. Spähpanzer Sage. Der Spähpanzer Sage ist der zweite kleinere und leichtere Radspähpanzer des französischen Heeres. Seine Hauptbewaffnung ist eine 90 mm Bordkanone. Der Spähpanzer Sage ist ein Sechsradfahrzeug mit ungleichem Achsabstand.
Er hat eine sehr flache Front. Hohe Seitenwände, überhängendes Heck. Langer, flacher Turm mit erkerähnlicher Blende. Schlanke 90 mm Bordkanone ohne Rauchabsauger mit Mündungsbremse. Kleiner Suchscheinwerfer auf Turm. ...7,62 mm MG, Achsparallel und Schießscheinwerfer. Der Spähpanzer Saguet ist schwimmfähig. Er hat am Heck zwei Wasserantriebsdüsen. Der Spähpanzer Saguet ist ein sehr wendiges und schnelles Fahrzeug. Auf festen Wegen und Straßen erreicht er eine Geschwindigkeit bis zu 100 km/h. Er ist damit zur Überwachung von Räumen oder zur schnellen Aufklärung und Erkundung nicht geeignet. Spähpanzer Saguet. Sechsradfahrzeug, ungleicher Achsabstand. Flache Front, überhängendes Heck. Flacher Turm, lange Kanone mit Mündung.